Falls ihr noch FIFA-Coins braucht, checkt gerne meinen Sponsor fifacoin.com aus. Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 5% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die es natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich da mit dem Kauf unterstützt. Ihr seid die Besten. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Squad Builder Battle und heute mit der nächsten Prime-Icon und zwar JJ Okocha. Absolute Legende, Leute. 90er Prime-Icon und ja, ihr wisst es, Leute. Wenn wir diese Icon Squad Builder Battles machen, ist natürlich auch immer ein Gast dabei und das ist Cenk. Was geht ab, Mann? Yo, was geht ab, Leute? Cenk ist auch am Start und ich hier mit dem Okocha, mit dem richtigen. Ja, der mit Cenk dem Leihspieler hat sich gar nicht lumpen lassen, hat den richtigen Okocha am Start. Ich habe den Leihspieler am Start, weil ich nicht weiß, ob es sich lohnt, Leute. Was meint ihr? Soll ich den richtigen Okocha machen? Hashtag ja oder Hashtag nein in die Kommentare, Leute. Und lasst gerne wieder ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn wir für dieses Okocha Squabbler Battle wieder easy die 3333 Likes packen würden. Danke für eure Unterstützung. Gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wichtig, eure Vorschläge unten in die Kommentare. Welche Icon wollt ihr beim nächsten Mal sehen? Ich bin gespannt. Und was natürlich auch wichtig ist, Leute, checkt jetzt noch Cenks Kanal aus. Da gibt es natürlich wie immer die Revanche. Und dann hau mal raus. Welche Formation hast du am Start? Yo, JJ Okocha spiele ich als ZOM. Ganz klassisch. 4-3-3 die vierte. 4-3-3 die vierte? Da hatte ich auch erst überlegt. Aber ich habe die 4-3-1-2 mit am Start. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, ich habe eins meiner heftigsten Squad Builder Battle Teams, die ich jemals gebaut habe am Start, Leute. Also bleibt auf jeden Fall dran. Cenk wird gleich gut Auge machen. Er wird jetzt gleich sehen. Also ich könnte mal am Ende schreiben, ob das Team echt krass war. Also ich bin der Meinung, das ist echt mein heftigstes bislang. Er wird jetzt gleich sehen, warum. Wir starten direkt ab geht's. Ab geht's, die ersten Spieler, Leute. Es wird heftig, ich sag's euch. Aber Leute, vorher wie immer, ihr wisst es, checkt noch gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt auf die Nice Hoodies. Ihr wisst es, in Rot gibt es den, Leute. In Blau gibt es den auch. Und natürlich auch in Grün. Ihr wisst Bescheid, außer noch viele weitere neue Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten. Hier, so sehen übrigens die Handyhüllen aus, Leute. Das ist die jetzt hier in Blau. In Rot gibt es sie auch noch, in Grün natürlich auch. Und ihr wisst es, gratis Autogrammkarte wie immer. Von mir unterschrieben zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Link ist in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich immer kaum unterstützt. Ihr seid die Besten. So, und jetzt geht's aber mal ab hier. Und du hältst hoch, ne? Hast schon hochgehalten. Ja. Jetzt geht's ab hier und ich habe dir zwei Kracher aufgeschrieben. Sturm, Digga, weil du hast mich ein bisschen gespoilert, sag ich. Du hast mich ein bisschen gespoilert, was du da für einen Sturm haben könntest. Ich glaube nicht, dass du drauf kommen wirst. Denn meine erste Karte ist eine Foot Champions Karte. Und zwar Wilson. 93 Tempo. Schon nie gespielt, bin gespannt. Und auf der rechten Seite gibt es nur einen Stürmer aus der La Liga, der eine absolute Maschine ist. Und das ist der 94er in Form, Luis Suarez. Absolut unnormale Werte, Digga. Was ist das für ein Sturm, jetzt sind wir ehrlich. Was? Okay. Okay, La Liga. Ich war schon mal richtig in der La Liga. Echt? Oh, okay, wen hast du? Also, ich habe dir eine Icon aufgeschrieben, Kluivert. Hätte ja sein können, ja, mit dem Kluivert. Und dann dachte ich, als du Maschine gesagt hast, ich habe gar nicht an Suarez gedacht. Okay. Gareth Bale in Form. Oh, das war ja schon krass. Ja, das ist ja auch krank. Wäre auch eine Option, aber nee. Ich mach's mit Suarez. Wilson hast du dann auch natürlich nicht, ne? Klar, das Ding hier. Kommen wir zu deinen Spielern und ich habe erst so gedacht, ey, das ist schwer, Mann. Aber dann hatte ich einen Gedankenblitz. Ich hoffe mal, der ist richtig. Hau raus. Warst du in der Premier League unterwegs? Boah, vielleicht. Ja, vielleicht. Okay, ich sag mal so, mein Stürmer ist einer der besten Spieler im Game und zwar Jesus. Okay. Ich glaube, er hat ihn irgendwie, oder? Okay. Ja, rechts dann Willian und links habe ich dann entweder Martial oder Eden Hazard. Ich nehme Eden Hazard mit. Oh, nice, Digga. Ey, ist das dein scheiß Ernst? Ich hatte ehrlich gar keine Ahnung zu Beginn und dann hatte ich irgendwie einen Geistesblitz mit Musa. Musa Nigeria, Digga, hätte so gut gelingt. Dann auf dem rechten Flügel Mahrez wegen Leicester. Und links habe ich, hatte kurzzeitig sogar Hazard überlegt, weil ich hatte Foothead offen, wo die ganzen Spieler aufgelistet sind. Und dann kam der Hazard. Da habe ich schon gedacht, nee, ich habe Ronaldo aufgeschrieben, Digga. Scheiße, Alter. Du hast nicht mal Ronaldo, ne? Keine Ahnung, du hast dich vergessen geholt oder so. Weiß, ey. Ja, okay, du hast alle Balken. Ist, denke ich mal, ein ganz OP-Sturm, muss ich sagen. Der Sturm ist OP bei dir. Wird also gleich interessant. Wir kommen zum Mittelfeld. Nachdem wir unsere drei Stürmer behalten durften, beziehungsweise du deine zwei Stürmer, können wir auch schon mal zum Mittelfeld fortfahren. Und ich sag mal so, ich habe wieder was Ekliges gemacht. Ach komm, Digga. Sag jetzt nicht bitte drei Barca-Spieler. Ja, doch.
Ey, scheiße, Digga. Wie viele hast du? Ah, ja, ich hab einen, ey. Dann sind die anderen beiden ja, sicher, ne? Okay. Aber weißt du, was das Bittere ist? Ich werd's dir gleich sagen, Mann. Eine Sache ist ziemlich bitter. Ich hab zum einen N'Golo Kanté. Zack, der ist hier am Start, in der Mitte. Totti oder normal? Team of the Year, Kanté, lass ich mich tun. Ne? Was? Dann kommt die zweite Foot Champions Karte. Oxlade, Chamberlain. Das heißt, die beiden sind sicher, die hast du nicht, aber dann wirst du jetzt hundertprozentig mein Barca-Spieler haben. Und das ist so bitter, ne? Weil Cenk, ich habe ihn mir extra geholt, Mann. Damit hat das Team so geil ausgesehen. Man of the Match Card. Rakitic, hast du aufgeschrieben, ne? Jo. Mann, Alter, ich habe mir extra... Guck mal, der Typ, ey, der Geier hier wieder. Ey. Du bist gar kein Ehrenmann, Alter. Hier ist so eine Scheiße. Ey, Rakitic, ich habe mir extra geholt für 120 Mille. Kacke, jo. Alter. Scheiße. Raus da. Ey, aber noch nicht den Torwart hin. Okay. Willst du nicht in Torwart? Nö. Ach, scheiße, Alter. Ich hab mir extra geholt. Ich wollte ihn unbedingt spielen. Leute, ich baue nochmal irgendwann ein gegen Cenk. Da wird er nicht drauf kommen. Ich baue ihn einfach nochmal irgendwann ein. Ich habe ihn jetzt geholt. Jetzt will ich noch benutzen. Komm zu deinen zwei Spielern. Das sind die Hübsche. Rechts habe ich einmal den Chelsea-Spieler Bakayoko. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast ihn. Und links habe ich dann dafür ja einen aus der Premier League. Und das ist der gute Moy. Aber normal. Ja, ich hatte Barclay gedacht als One-to-Watch wegen Chelsea und Fernandinho. Scheiße, Mann, du hast weiterhin alles behalten. Ah, das Ding ist, es gab mal von Barca einen Bronzespieler im Mittelfeld, dieser Alenia. Der ist mittlerweile Silber, deswegen muss ich jetzt irgendeiner nehmen. Der. Wir sehen uns gleich wieder bei den Außenverteidiger. Ab geht's zu den Außenverteidigern. Ich muss sagen, ach, dieser Guridi hier, Bronzespieler, ist zwar nicht so schlecht, aber dadurch hat jetzt Suarez keine Chemie. Kommen wir zu meinen nächsten Spielern und... Ich habe ja jetzt links schon zwei Foot Champions Card. Und ich habe mir gedacht, komm, machst du die linke Seite einfach komplett rot voll mit der nächsten Foot Champions Card. Und zwar Linksverteidiger Sessegnon von Fulham aus der zweiten englischen Liga. Absolut krass. Der Typ ist einfach erst 2000er Jahrgang. Ist jetzt also, der ist noch nicht mal 18, der ist 17. Der wird erst im Mai 18 und hat schon zwei kranke Informs. Ich bin gespannt. Ist auch im Karrieremodus. Richtiges Talent, ey. Okay, und Rechtsverteidiger habe ich. Hier ist der Carvajal. Schade. Okay, links wusste ich direkt, Rose hat kein Inform. Okay. Und rechts habe ich dann wieder ein Barca-Spieler aufgeschrieben, Semedo. Ah, ich hatte erst überlegt mit Semedo, wäre jetzt auffällig gewesen. Okay, nice. Das heißt, ich darf beibehalten, hoffe ich mal jetzt, dass du mal endlich hier deinen ersten Bronzespieler bekommst. Ey, das gibt's doch gerade nicht. Hau raus. Ja, und Till meinte auch eben schon direkt, ich brauche ja einen grünen Link. Brauche ich aber gar nicht, weil ich fahre einfach ganz weiter... Ganz entspannt weiter mit der englischen Liga. Und zwar Kolasinac links. Und rechts habe ich. Ja, der ist schon gut auffällig. Ich weiß nicht, ey. Der ist schon gut auffällig. Das ist nämlich wieder mal Antonio Valencia. Das ist ein scheiß Ernst, ey. Ich hatte rechts Zappa Costa und links. Ich dachte mal, das hätte perfekt gepasst. Transferversion von N'Golo. Der ist jetzt bei Huddersfield. Der hätte perfekt Moy gelinkt. Das hätte gut geklappt, ey. Aber okay, du gehst weiter mit Premier League. Das heißt, Innenverteidigung jetzt auch. Aber du kannst jetzt halt alles nehmen. Das wird jetzt echt schwer. Und ja, das heißt, ich muss jetzt noch irgendwie wenigstens ein... Aber ey, wir haben noch beide den Joker. Das heißt, es könnte gleich die Joker-Position treffen. Das wird kritisch. Und wir kommen zu den Innenverteidigern, zu den letzten drei Positionen. Wir haben beide noch unseren Joker. Und ich habe was aufgeschrieben. Das würde so funktionieren und beinhaltet zwei Franzosen. Zwei Franzosen. Okay, da kann ich dir schon mal sagen, einer ist safe dann. Das ist Cahill. Der linkt hier Kanté wegen Chelsea. Ist schon ganz fresh. Und okay, wenn du zwei Franzosen aufgeschrieben hast, könntest du den Kollegen hier haben. Ich wollte erst mit Varane gehen, aber da habe ich mir gedacht, ne komm, Varane, das ist komplett auffällig. Deswegen habe ich Emerick Laporte genommen. Der ist ja jetzt gewechselt zu Manchester City, allerdings noch als Athletic Bilbao-Version, damit hier noch Carvajal seinen Link bekommt. Und im Tor habe ich dann auch einen Spieler von Athletic Bilbao und das ist Iago Hererin heißt der. Ist ein Inform, 81er rated, jetzt nicht ganz so OP, aber naja, schauen wir mal. Ey, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Was, bist du mit Varane gegangen? Ja, ich bin mit Varane gegangen. Digga, ich dachte, ich habe gar nicht an Laporte-Transfer gedacht. Ich dachte entweder Umtiti oder Varane. Dann dachte ich mir, okay, er sagt Baba Team, das wird dann nicht Umtiti sein, sondern Varane. Also Varane schon mal nicht. Da habe ich im Kasten Hugo Lloris
Und du kannst auf deine linke Innenverteidigerposition Torwart klatschen. Ehrlich? Cahill? Scheiße. Ah. Es hätte einfach perfekt gepasst. Hätte ich ehrlich nicht gedacht. Hä? Auf Cahill? Hätte ich ehrlich nicht gedacht, Mann, dass du auf Cahill kommst. Shit! Ich war mir gerade voll sicher, dass ich jetzt das Team behalten darf. Okay, das heißt, da kommt gleich ein Torhüter. Junge, das... Ey, Cahill ist ehrlich, da hätte ich auch jeden nehmen können. Azpilicueta, Rüdiger... Obwohl, nein, ich brauchte... Ja, okay, das hat mich ein bisschen... Wegen Sessignon, das war das Problem, ne? Der hat auch einen Engländer. England. Da gibt es eigentlich nur einen, glaube ich. Das ist Cahill oder vielleicht, weiß ich nicht. Egal. Was soll's, du hast ihn erraten. Clever von dir. Das heißt, zweiter Bronzespieler. Kommen wir zu einem Spieler. Ich hoffe mal, ich habe einen wenigstens. Komm. Ich habe noch gar keinen Bronzespieler, ne? Ja. Jo, also linker Endverteidiger ist von Chelsea. Antonio Rüdiger. Ich hoffe einfach mal, dass du den nicht hast. Ja, der rechte Endverteidiger, der ist so auffällig, ne? Ich weiß nicht. Den nehme ich immer mit. Das ist Bailly. Er freut sich gerade safe, so richtig, ey. Und in den Kasten habe ich nicht De Gea, sondern Ederson. Ich bin einfach full Premier League. Digga, ich habe keinen, Alter. Ich habe drei Arsenal-Spieler aufgeschrieben, war im Endeffekt nicht ganz so clever. Mustafi Koscielny-Czech, ey, scheiße, Mann. Das gibt es nicht. Du hast ein volles Team mit zwei Bronzespielern. Das wird jetzt schwer für mich, auch wenn ich vermutlich hier die besseren Einzelspieler habe, Leute. Ihr wisst es, solltest du später beim Abstoßen Okocha treffen, wird der Spieler mit dem höchsten Rating abgestoßen. Und das wäre in dem Fall... Nee, Suarez nicht, Kanté. Hat 95. Ach ja, Kanté. Totti, stimmt. Okay, shit. Wir starten ins Spiel. Ab geht's. Ich hole mir jetzt nur kurz einen Bronzetorwart. Ab geht's, Leute. Zwei Bronzespieler gegen null Bronzespieler und... Oh, ey. Ich muss sagen, das sieht schon echt eine Nummer geiler aus, ne? Wenn das nicht die Leihspieler-Version ist. Sieht schon echt heftig aus, Mann. Mit Okocha da. Ich bin gespannt auf den. 5-Star-Skills. Wird, denke ich mal, ganz geil. Wird interessant, Leute. Ab geht's, Verlierer. Ihr wisst es, stößt ab. Wir machen jetzt eine Zusatzregel. Wenn du den Skill machst und dadurch ein Tor machst, muss man zwei Spieler abstoßen, okay? Wir machen das als Sonderregel, Leute. Ihr habt es jetzt gehört. Das ist jetzt die neue Sonderregel. Genau, den musst du machen, aber da musst du aufs Tor schießen. Jetzt werden nur die kommen die ganze Zeit, ey. Suarez, da ist... Okocha! Ah! Komm, nein! Schiri, das war ein Foul, jawoll, hey. Alter! Okay, Freistoß-Taktik, du kennst sie, Digga! Nein, stopp, aus! Du kennst sie! Ah, nein, du kennst sie! Was war das, Senior? Nein, komm. Stopp! Komm. Abseits! Ja. Abseits! Ach, abseits! Schiedsrichter, ihr habt nicht umsonst 50 Euro bezahlt hier, ey! Geht jetzt hier, jawohl! Ich kriege ihn gleich um! Okocha! Okocha! Nein! Okocha! Nein! Okocha! Nein, Mann! Nein, Digga! Der kommt da noch raus! Ich fass es nicht! Ey! Hä? Der, ich hab L2 gedrückt. Da hat er abgeblockt. Du weißt, wie von den Füßen und sagst, hä? Digga, was? Ich kann da nichts für, Digga! Laporte, du Idiot, Mann! Was macht der da? Laporte, du Idiot, Alter! Was willst du eigentlich? Ey, scheiße, Mann! Mach den Skill, ey! Vom Elfmeterpunkt den Skill hochflicken und dann schießen, Digga! Dann wär's eine Maschine hier! Yeah. Come on! Nein, ich wollte erst nach links! Ja. Scheiße, Mann! 1-0. Und ich wollte erst nach rechts schießen! Komm! Oh Gott, nein! Nein! Oh Gott, nach! Das gibt es nicht! Den hat er drin gesehen! Den hat er drin gesehen! Den hab ich drin gesehen! Ihr auch, oder? Hä? Der ist durchs Netz durch, so stark war der! Nein! Suarez! Noch ein Angriff! 1 Million Münzen! Ja! Mann! Habt ihr diesen Pass gesehen? Ey, so ein geiles Spiel, Leute! Cenk gewinnt hier durch den Elfer von Okocha, Mann! Schade! Leider hat keiner von uns dieses Tor dahin bekommen! Das wäre nice gewesen, ey! Schade, das wären zwei Discards gewesen! Egal, ein Discard ist es also! Wir kommen zum Abstoßen. Und wir kommen zum Abstoßen, Leute. Und ich hab's mir überlegt. Ich werde es heute mal wieder mit einem Psychospielchen probieren. Und zwar, Cenk, du kannst mir jetzt vertrauen oder nicht, ne? Aber ich packe Okocha auf die Torhüter-Position. Das liegt jetzt an dir, ob du mir jetzt glaubst, dass er wirklich da ist. Oder ich verarsche dich und ein anderer Spieler steht da. Musst du jetzt wissen. Du kannst entscheiden. Was laberst du da, ey? Er sagt mir Torhüter-Position. Ja, ich habe ihn auf die Torhüter-Position gepackt. Also, du kannst mir jetzt vertrauen. Je nachdem, wie du es willst. Okay, ja, ich glaube, ich bin ready. Ja, mach. Nee. Jetzt. Nee. Okay. Stopp. Ja, Torhüter-Position. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre dir ein bisschen zu risky, mir das zu sagen. Deswegen... Ich nehme einfach mal dein ZDM. Ich glaube, du hast ihn einfach da gelassen. Oh, dein Ernst, Digga, Cenk. Ich sag's dir mal so. Ich fühle mich echt, mein Herz ist gebrochen. Du vertraust mir nicht. Ist das dein Scheiß? Du vertraust mir nicht. Ich hab Okocha ehrlich auf der Torhüter-Position, Digga.
Ich habe ihn auf die Torhüter-Position gestellt. Ich wusste, dass du mir nicht vertraust, weil ich wusste. Was laberst du? Ich habe ihn auch. Ich habe es schon zweimal gemacht. Ich weiß nicht, ob es mit dir war, aber mit Tim und so. Da habe ich es auch gesagt. Da habe ich die aber verarscht gehabt. Aber diesmal habe ich es einfach gemacht, ey. Und du hast mir Gott sei Dank nicht vertraut. Du hast einen ZOM genommen, das ist Hererin, den ich halt mit dem Torwart getauscht habe. Okocha mit dem Torhüter. Junge. Du hättest einfach nur den Torhüter nehmen müssen, dann wäre Okocha und Kanté auch weg gewesen, Leute. Das war's von diesem Squad-Builder-Battle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt jetzt noch gerne die Episode bei Jank aus. Da gibt's die Revanche. Schauen wir mal, wer da gewinnt, Leute. Und checkt jetzt noch gerne meinen Shop aus für die Nice Hoodies. Ihr wisst es, in Rot gibt es den natürlich auch, in Grün und in Blau gibt es den natürlich auch noch. Außerdem natürlich noch viele weitere neue Sachen wie Popsockets. Neue Handyhüllen gibt's auch. Die seht ihr hier. Gibt's auch in Blau, in Rot, in Grün und noch viele weitere Sachen. Und gratis Autogrammkarte auch zu jeder Bestellung dazu. Von mir unterschrieben. Also gerne abchecken. Link ist unten in der Videobeschreibung. Genauso wie zum Kanal von Jank. Also abchecken. Macht's gut, haut rein und ciao.